Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder einen Adventskalender für euch und zwar den Plissim-Box-Adventskalender. Ich freue mich riesig und ihr könnt in diesem Video auch zwei solche Exemplare gewinnen und einen packen wir jetzt gemeinsam hier aus und gucken mal rein, was hier drin ist. Wenn euch interessiert, was in dem Kalender ist, was der für einen Wert hat und so weiter, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Mit dem Unboxing beginne, wollte ich euch darum bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt schauen wir uns den Adventskalender mal an. Der hat mich heute erreicht und der sieht wirklich so schön aus. Und man könnte meinen, ich habe mich passend dazu geschminkt und mein Oberteil angezogen. Aber das ist nicht so. Ich habe mich heute Morgen tatsächlich für eine lilane Palette entschieden und habe auch gedacht, ziehst du mal lila an. Und dann kam der Adventskalender heute. Also irgendwie mag ich. Der passt irgendwie sehr gut zu dem, was ich anhabe. Also es war nicht so geplant. Ich freue mich jedenfalls, dass das heute so gepasst hat und jetzt packen wir den Kalender aus. Ihr bekommt den bei der Seite auf der Plissim-Box. Ich lasse euch den Link unten in der Infobox drin. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der vorbestellbar. Also da gibt es eine Warteliste. Ich schreibe euch das alles unten rein. Der kostet für Abonnenten der Plissim-Box 54 Euro und für Nicht-Abonnenten 64 Euro. Da könnt ihr ja dann einfach mal schauen und der soll einen Warenwert von 275 Euro haben. Ich bin gespannt, da sollen richtig coole Marken drin sein und ich kann es kaum abwarten, deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Kalender an. Ich zeige euch den noch mal ganz kurz, also der sieht wirklich so schön aus, der ist auch gar nicht so schwer und rundherum hat er ein ganz, ganz tolles Design. Ich liebe es, ich finde es super schön, es ist mit Gold hier abgesetzt, also es ist irgendwie so gar nicht weihnachtlich, aber es ist wirklich wunderschön und ihr habt hier halt so eine Schleife, die man aufmachen kann. Ich habe mir den noch gar nicht angeguckt, aber das machen wir jetzt, ich öffne den mal. Schaut mal, und wenn man den öffnet, sieht der so aus. Also der hat Schachteln drin, das heißt, man kann den wiederverwenden. Ich finde das genial. Also wenn ihr den verschenken wollt, sieht der wirklich sehr gut aus. Und dann, wenn ihr das Plissim nicht mehr haben wollt, könnt ihr einfach was drüber kleben. Dann habt ihr einen wunderschönen Kalender oder um irgendwas aufzubewahren oder sowas, ist der wirklich sehr schön. Und ihr könnt auch am Ende des Videos, also zwei von euch, einen Adventskalender komplett gewinnen. Ich lasse euch dazu alle Infos unten in der Infobox drin. Da könnt ihr sehr gerne mitmachen und euer Glück versuchen. Das sage ich euch aber noch mal am Ende, was ihr dafür tun müsst. Und jetzt fangen wir direkt mit Türchen Nummer 1 an. Die Türchen schauen einmal so aus und sind aus schöner, weicher Pappe gemacht. Ich bin mal gespannt. Also im ersten Türchen ist schon was richtig Gutes drin, Leute. Wahnsinn. Wir haben hier ein Produkt von MAC und hier sollen ja wirklich tolle Marken drin sein. Das ist ein Lipgloss, also ein Lipgloss von MAC in einem Nude-Ton. Das ist ja schön. Schaut mal, ein nudefarbener MAC Lipgloss. Ich habe noch gar keinen. Das ist die Farbe 331. Wirklich wunderschön. Der hat so einen Schimmerton mit drin. Also der sieht wirklich richtig gut aus. Ich kann euch den mal swatchen. Ich bin gespannt. Also der hat so ein bisschen Glitzer mit drin, aber nicht viel. Der ist so bräunlich nudefarben. Ah, da freue ich mich aber. Und der riecht genauso gut wie die Lippenstifte. Ich habe noch keinen von MAC und deshalb finde ich das toll. Das hat ja schon richtig gut angefangen. Jetzt machen wir Türchen Nummer 2 auf. Und in Türchen Nummer 2 haben wir was von NYX drin. Und zwar NYX Paris Lashing Nourishing Body. Also das ist, glaube ich, was für den Körper. Ein erfrischendes, ernährendes, regenerierendes Körperöl. Haselnuss für trockene Haut. So schaut das einmal aus. Das kenne ich auch noch gar nicht. Ich nehme mir mal so ein bisschen raus. Ich will das einfach mal austesten. Das hat auch eine recht große Öffnung. Es ist auf jeden Fall tatsächlich ein Öl. Und das hat ja auch, ist ja immer so ein Trockenöl von NYX, meine ich. Ich weiß nicht, das hier fühlt sich jetzt nicht an, als wäre es ein Trockenöl. Aber das riecht gut, Leute. Das hat einen schönen Duft. Das riecht ganz, ganz, ganz angenehm. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch. Das hat 35 Milliliter. Kommen wir direkt zu Türchen Nummer 3. Das ist ein bisschen leichter. Und hier haben wir was von Respire drin. Ein Shampoo, ein festes, ein Solid Shampoo für glänzendes Haar. Und zwar, was riecht das? Das riecht nach Orange, glaube ich. Das hat auf jeden Fall einen richtig guten Duft. Ich suche gerade, ob hier irgendwie ein Duft steht. Pfirsich ist das, glaube ich, genau. Das riecht so gut wie so ein Eistee. Das sieht einmal so aus, als so ein kleines festes Shampoo von Respire. Respire ist auch eine gute Marke und das sind
wie viel Gramm, 20 Gramm kann man dann mal austesten. Jetzt kommt ein großes Türchen, Türchen Nummer 4. Und ich glaube aber, hier ist gar nicht mal so was Großes drin. Es hörte sich schon so klein an. Schaut mal, Leute. So ein großes Türchen und so ein kleines Produkt. Wir haben hier was von Hügens drin. Und zwar ein Hyaluronic Acid Konzentrat. Also hier ist einmal so ein Konzentrat drin, 5 Milliliter. Das ist dann sowas wie eine Ampulle, nur halt ein bisschen mehr sozusagen von Hügens. Werde ich auch austesten, kommt sogar mit so einem kleinen Pumper hier oben, also einer Pipette, ist richtig cool. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 5. Es ist wirklich super spannend. Ich hätte angucken können, was drin ist, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mich überraschen lassen möchte. Hier ist einmal ein Mercy Handy Handgel drin. Richtig gut. Dolce Vita heißt der Duft. Testen wir auch direkt mal aus. Ich liebe diese Handgele. Ich habe im Auto eins liegen, ein lilanes. Das riecht auch so gut. Das riecht so nach Parfüm. Nach so einem fruchtigen Parfüm riecht das irgendwie. Hat auch einen guten Duft, also sehr angenehm. Einmal von Mercy Handy. Jetzt kommt der Nikolaus, Türchen Nummer 6. Und ich bin gespannt, was hier drin sein wird. Ich kann es nicht raushören, ich bin gespannt. Hier ist was drin für die Augen und zwar von Kleim, eine Augenkonturcreme, All Eyes on Me, also eine Augencreme. Das hört sich auch gut an, das ist gegen Falten, das ist eine französische Marke, also Made in France steht hier drauf, mit Hyaluron und Cornflower Floral Water, also eine Augencreme. Türchen Nummer 7, da bin ich auch gespannt, also die 6 fand ich jetzt gut, eine Augencreme kann man immer gebrauchen. Und hier haben wir was drin von Daily Concepts und zwar ein Multifunktional Soap Sponge Aloe Vera. Das hatte ich schon mal mit einem, das ist ein Seifenschwamm sozusagen. Also hier ist eine Seife und da ist ein Schwamm auf der anderen Seite und da könnt ihr euren Körper so mit einseifen. Ich hatte das schon mal mit Aktivkohle gehabt, das fand ich auch ganz gut. Mild steht hier drauf, also da ist Aloe Vera mit drin, das ist eben mild. Türchen Nummer 8 ist ein bisschen schwerer und auch ein bisschen größer. Und hier haben wir was drin, das kenne ich sogar schon, von My New Hair. Keratin-Abriss, also das ist eine Spülung, My New Hair, das habe ich gerade im Bad als Kur. Das riecht richtig gut, das riecht so ein bisschen nach Kokos, meine ich, wenn das das ist. Ja, genau, also das riecht nach Kokos, das ist so eine Kokos-Haarkur, ist das eine Spülung oder Haarkur? Ich glaube, nee, das ist eine Spülung, genau, Hair Conditioner, riecht auf jeden Fall sehr gut und wir haben hier eine Reisegröße von 75 Milliliter. Türchen Nummer 9 ist auch total leicht und hier haben wir, glaube ich, wieder was Dekoratives drin, nee, das ist auch eine Pflege und zwar haben wir hier von Steve Laurent einmal ein Lippenöl drin, das kenne ich schon, das hatte ich schon mal, das gab es in der Glossybox ganz oft. Das ist einmal dieses Lippenöl hier. Ich hatte es jetzt schon öfters gehabt. Ich finde das gut, aber ich hatte es halt schon so oft. Es ist aber wirklich gut. Es hat auch einen ganz angenehmen Geschmack. Türchen Nummer 10. Das ist wieder ein kleineres. Und ich gucke. Oh, hier ist was drin von Pai. Und zwar haben wir hier ein Bronzing Glow Drop drin. Illuminator. Also das ist von Pai. Und Pai habe ich mal ein Gesichtsöl gehabt. Das ist richtig gut. Und das hier sind solche Glow Drops, also da gebe ich mir jetzt gerade mal, es kommt mit einer Pipette, so ein Glasbehälter. Das sieht aber wirklich extrem nach Glow aus. Ich gebe mir mal so ein bisschen auf die Hand und wir gucken uns das mal an. Ich glaube, hier sind auch pflegende Öle dann mit drin. Ist auf jeden Fall einmal hier, oh ja, das ist heftig. Das ist, also ich weiß noch nicht, für was ich das verwenden werde. Man kann das wahrscheinlich als Bronzer verwenden oder unter die Foundation, aber das ist schon ziemlich krass, weil es ziemlich dunkel ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, wofür ich das genau verwende. Also man kann es wahrscheinlich auch am Körper verwenden. Also es sind so Illuminating Drops. Mir persönlich sind die ein bisschen zu krass. Ich muss mal gucken im Sommer, wenn man schön gebräunt ist. Vielleicht so Impossible Glow heißt es auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 11. Das ist ein längliches Türchen und hier ist bestimmt was Pflegendes drin. Ah ja, okay, hier ist einmal eine Emulsion drin. Philaderma Emulsion. Sieht einmal so aus, also scheint, als wäre es so ein Apothekenprodukt. Das ist für trockene bis sehr trockene und sensitive Haut geeignet. Aber was ist das genau? Ich will mal gucken. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Beipackzettel mit bei. Die Marke nennt sich Embryolisse. Also das scheint irgendeine Feuchtigkeitscreme zu sein. Genau, so eine Emulsion. Da muss ich da mal genau gucken. Ich kenne die Marke überhaupt nicht und ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass das halt eben Nourishing Care steht hier. Also so eine schützende Emulsion eben.
Genau, so steht das hier draus. Kommt aus Paris. So, wir haben Türchen Nummer 12. Das ist schon die Halbzeit. Und hier haben wir was drin. Ich habe jetzt nachgeguckt. Das ist eine feste Zahnpasta, Leute. In der Dose. Das ist ja spannend. 20 Gramm haben wir hier. Eine feste Zahnpasta. Interessant. Also das finde ich wirklich ein gutes Produkt, weil ich das noch nicht kenne und das würde ich gerne ausprobieren. Türchen Nummer 13. Da hört man gar nichts. Okay, hier ist was Dekoratives drin, und zwar von Gosh, ein Liquid Gel Eyeliner Extreme. Der schaut einmal so aus, das ist so ein, ja, Bärenton, würde ich sagen, so ein dunkler Bärenton. Ich mache den auch mal auf und wir gucken uns den an, der ist nochmal verschweißt. Ein Flüssig-Eyeliner, also der hat wirklich einen schönen Ton, passt gut zu dem Adventskalender, der sieht wirklich schön aus. Das ist so ein Metallic-Ton. Oh ja, den kann ich mir gut vorstellen, schaut mal, der ist nicht zu krass. Also der ist schön dunkel, aber nicht zu krass. Das ist so ein Bordeaux Rot Metallic von Gosh. Eine sehr schöne Farbe. Jetzt machen wir weiter mit Türchen Nummer 14. Das ist wieder was Schweres. Und hier haben wir was drin, ein Shampoo, okay, von Davines. Davines, ein absolut beautifying Shampoo mit Ölen. Das ist einmal so eine Shampoo-Flasche. Riechen wir mal dran. Shampoo bin ich ja immer dabei, also sofort. Oh, das riecht aber, das riecht total gut. Das riecht nach Kräuter. Das erinnert mich an irgendwas. Also es riecht auf jeden Fall kräuterig, sehr angenehm. Und da freue ich mich drauf, von der Marke Davines. Ich kenne das nicht. 90 Milliliter haben wir hier. Weiter geht's mit Türchen Nummer 15. Und das ist wieder was Kleineres, glaube ich. Ja, wir haben hier was Kleineres drin. Und zwar ein Hydra Firm Hyaluron Konzentrat Jelly von Madara. Das kenne ich noch gar nicht. Das sieht total cool aus. Das ist so ein Gel. Das ist ein Gel, was eben Feuchtigkeit geben soll mit Hyaluron. Also so ein Konzentratgel sozusagen. Interessant. Kenne ich auch noch nicht. Bin ich auch gespannt drauf. Ich habe mir direkt Türchen Nummer 16 genommen. Und hier haben wir, sieht aus wie ein kleiner Schnaps, ist es aber nicht, ein Micellenwasser mit Pampelmuse. Schaut mal, sieht aus wie so ein kleiner Schnaps, aber das ist ein Micellenwasser. 30 Milliliter. Und die Marke heißt Bilan Creme, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob man das so ausspricht. Auf jeden Fall ist das ein Micellen Cleansing Water with Grapefruit. 30 Milliliter. So, Türchen Nummer 17. Was denkt ihr, was hier drin ist? Ich bin gespannt. Okay, wir haben wieder Pflege. Also ich vermisse es so ein bisschen. Dekorative Kosmetik, muss ich ehrlich sagen. Hier ist eine Creme von Polar drin. Leider kann ich die nicht benutzen. Ich vertrage die gar nicht. Aber ich weiß, dass viele die mögen. Und das ist die Polar Nachtcreme. Also das sind 15 Milliliter. Die soll ja richtig gut sein. Aber bei mir, wie gesagt, ich vertrage die leider nicht mit meiner Haut. Und ja, ein 15 Milliliter Produkt. Übrigens, der Eyeliner, der ist richtig schön fest. Also ich glaube, der hält ein bisschen was aus. Der gefällt mir richtig gut von Gosh. Das nächste Türchen ist einmal Türchen 18 und das ist was sehr Schweres. Und hier haben wir drin, was haben wir hier? Eine Maske, eine Repair Time Maske mit Jojoba und Macadamia. Ich glaube, für die Haare ist das. Genau, das ist eine Haarmaske. So sieht die einmal aus. Von der Marke Les Gens de Loli. Also auch, ich glaube, was Französisches, 100 Milliliter. Och, die riecht gut. Die riecht total nach Naturkosmetik. Ich liebe den Duft. Ja, so ein bisschen zitrig, würde ich sagen. Und kräuterig, sehr, sehr gut. Türchen Nummer 19. Das ist sehr leicht. Und hier haben wir was drin. Und zwar Juice Boost Brightening Serum. Ein Serum ist hier mit Vitamin C und Hyaluron von der Marke Wild Science Lab. Kenne ich auch noch nicht, bin ich auch gespannt drauf. Also hier ist sehr viel Pflege drin, die ich noch nicht kenne und das finde ich super spannend. Man hat nicht immer dieselben Marken hier drin und das ist halt mit Vitamin C und Hyaluron. So, Türchen Nummer 20. In der Nummer 20 ist was von Rituals drin. Das hatten wir tatsächlich in einem Rituals Adventskalender auch, und zwar das Shimmer Body Oil. Ich finde das ganz okay. Okay, ich benutze das aber nicht gerne. Das hat so einen schönen Duft, das riecht halt aus, also ist halt diese Kammerreihe, aber ich hätte das jetzt nicht gebraucht, weil ich hatte es schon ein paar Mal und habe es auch noch hier und kriege es nicht leer. Es schmiert irgendwie ein bisschen, das ist jetzt nicht mein Favorit, da finde ich das andere, das ist schön eingezogen, von NYX viel besser, muss ich sagen. So, Türchen Nummer 21 und hier haben wir was von Carmex drin. Ach, wie schön, hier ist einmal so ein Erdbeer-Lippenbalm von Carmex drin, die sollen ja richtig gut sein mit Erdbeer. Ich habe, glaube ich, noch einen mit Kirsche, den muss ich auch mal anwenden und die haben sogar einen Lichtschutzfaktor mit drin, also einmal eine Lippenpflege. Es geht weiter mit der 22, Leute, wir gehen schon wirklich auf die 24 zu und hier haben wir einmal was von L'Oreal drin.
Okay, Hyperallergenic, das ist ein, was ist das? Infinity Maximum. Ich glaube, das ist ein Haarspray, genau, ein extra starkes Haarspray für, also Hypoallergen ist das. Genau, wenn man so eine Allergie hat, dann ist das auf jeden Fall cool. Das sind 75 Milliliter, also so eine Reisegröße. Kommen wir zu Türchen Nummer 23, das vorletzte, und das ist nochmal richtig schwierig. Ich bin gespannt, was wir hier haben. Wir haben hier was von Kadi drin, und zwar ein ayurvedisches Haaröl. Das ist cool. Da habe ich noch das Shampoo hier, das habe ich noch nicht angewendet, und dann kann man das mal zusammen. Kadi ist eine Naturkosmetikmarke, genau. Haaröl hat im Ayurveda eine lange Tradition. Eine gesunde Kopfhaut ist die Basis für kräftiges Haar. Es nährt das Haar, kann Haarausfall reduzieren, unterstützt kräftiges Wachstum und seidigen Glanz. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Da freue ich mich ja total drüber. Ein Haaröl von Kadi. Cool. Schaut einmal so aus. Ich will mir das gerade mal genauer angucken. Also wie gesagt, ich habe ein Shampoo davon, und das Shampoo, ah, das ist okay. Also das ist auf jeden Fall so rötlich, das Haaröl. Riechen tut das nicht ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Nee, das riecht so ein bisschen muffig, aber das ist halt Naturkosmetik, gell? Hier ist irgendwas mit drin, was das muffig riechen lässt. Also es ist auf jeden Fall, es ist kein muffiger, abgelaufener Geruch, sondern muffig nach irgendeinem Kräuter. Also das wendet man so an für einen Wow-Effekt. 2 bis 3 Hübe von Hand mit oder einer Naturborstenbürste sanft ins trockene Haar und in die Kopfhaut einmassieren. Mindestens 30 Minuten oder über Nacht einwirken lassen und auswaschen. Das werde ich anwenden, das werde ich über Nacht anwenden. Freue ich mich richtig drüber. Also das finde ich toll. So, und jetzt kommen wir auch schon zur 24. Krass, das ging jetzt richtig schnell. Ich bin gespannt. Ich sehe es schon, was hier drin ist. Eine meiner liebsten Marken. Und zwar haben wir eine Lip Butter hier drin von Banana Beauty. Das ist die My Love Lip Butter. Und ich werde jetzt direkt mal gucken. Ich glaube, dass ich die nämlich noch hier habe. Dann kann ich euch die nämlich swatchen. Also das ist einmal diese Farbe. Und ich schaue mal, ob ich das noch in von mir angebrochen hier habt, ne? Dann kann ich den zulassen und euch mal verlosen. Und ich habe die Farbe tatsächlich hier. Ich wusste doch, dass ich sie hier habe, weil das ist wirklich eine schöne Farbe. Und ich swatche euch das mal hier auf meine Hand. Also ein wirklich schöner, cremiger, das ist so eine Lip Butter eben. Schaut mal, so sieht die aus, und die ist wirklich schön. Also gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Eine schöne 24 ist ein schönes Produkt. Ich glaube, die kosten auch 15 Euro oder sowas. Also ist auf jeden Fall in Ordnung. So, meine Lieben, das war einer der Plisim Box Adventskalender 2022. Jetzt komme ich auch direkt zu meinem Fazit. Wie fandet ihr den Adventskalender? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt gerade noch mal so ein bisschen überlegt und habe noch mal geschaut. Der kostet 54 Euro für Abonnenten. Und für 54 Euro hat man sehr schöne Produkte da drin. Es ist zwar nicht ganz so, also wie soll ich sagen, wir haben 2 Körperöle drin, wir haben viele Lippenprodukte drin, meiner Meinung nach ein bisschen zu viel, mir hat ein bisschen die dekorative Kosmetik gefehlt. Also ich habe schon so ein paar Kritikpunkte an den Adventskalender. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Design super gut. Es ist einer der schönsten Adventskalender vom Design her. Ich habe den auch schon wieder zusammen gemacht. Den kann man schön weiterverwenden. Also ich finde den vom Design her wirklich erste Sahne. Der ist wirklich, wirklich schön. Die Produkte sind so ein bisschen nicht vielfältig, also man hätte das vielfältiger gestalten können. Man hätte ein bisschen mehr dekorative Kosmetik reinpacken können, vielleicht nochmal eine Mascara oder sowas oder einen Blush. Dann wäre das auf jeden Fall eine gute Nummer gewesen. So ist der Kalender, der ist schön, mir gefällt der gut. Für 54 Euro kann man nicht meckern. Also man hat hier schöne, auch hochwertige Produkte drin, meiner Meinung nach aber zu viele Lippenprodukte. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das seht. Und ich finde aber, man kann nichts falsch machen damit. Man kann den verschenken, es ist viel Pflege drin. Also wenn man auf Pflege steht und sich da mal ausprobieren möchte und auch gerade das Haaröl und so, finde ich es wieder sehr, sehr gut. Genau, also das ist meine Meinung dazu. Ich finde den Kalender schön. Ich würde den auch wieder kaufen. Also sollte es den nächstes Jahr wieder geben, werde ich euch den auch auspacken, weil ich finde den wirklich für, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist der wirklich super. Es sind schöne Produkte in schönen Größen drin, die man halt auch mal testen kann. Das ist einfach meine Meinung. Und ihr könnt 2 solche Adventskalender gewinnen. Ich darf an 2 von euch je einen verlosen, und da freue ich mich riesig drüber. Also vielen Dank an die liebe Plisim-Box für diese Möglichkeit. Es ist wirklich toll, dass ich 2 von euch glücklich machen darf damit. Schreibt in die Kommentare einfach rein, Hashtag Plisim, und dann weiß ich, dass ihr teilnehmen wollt. Die Bedingungen der
dafür stehen nochmal unten in der Infobox und ihr solltet Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video ein Däumchen nach oben da lassen und halt das Kommentar verfassen mit dem Hashtag und schon seid ihr im Lostopf. Ich wünsche euch allen ganz viel Glück. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole. Yeah, it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chair.